Es steht fest, in der nächsten Saison sind es nur noch 11 Teams, die in der Bundesliga mitspielen werden und dementsprechend brauchen sich weder Fulda noch Grenzow große Sorgen zu machen um den Abstieg. Nichtsdestotrotz, für sich selber, für die Fans und natürlich für Sponsoren sollte da am Ende ein möglichst guter Tabellenplatz stehen und bei Platz 9 gegen Platz 10 ist da für beide noch was drin. Patti Baum mit einem Wahnsinnsspiel gegen Matthias Falk, den statistisch besten Spieler der Bundesliga, geschlagen. Jetzt gegen Ruven Filos. Mal sehen, wie fit der inzwischen wieder ist. Filos mit Sicherheit nicht bei 100%, aber da hat Fulda einfach gerade Probleme mit Krankheit und trotzdem reicht es für den Sieg zum 1-0. Und die zweite Begegnung, die wie im Hinspiel ist, genauso wie Filos Baum, haben wir auch Meng gegen Feng wieder mal. Im Hinspiel Feng mit 3-1 gewonnen. Und auch diesmal kann sich Van Bo wieder einen Satz schnappen, reicht aber nicht für mehr. Grenzow gleicht aus zum 1-1. Maciej Kubik, zweimal Gerasimenko geschlagen, dazu auch noch Kilian Ort. Für ihn ist doch gerade alles drin. Scheint sich in Grenzow auch wohl zu fühlen, gerade den Vertrag frisch verlängert, muss jetzt gegen Wong Chung Ting. Und Wong Chung Ting kommt immer noch nicht an seine Top-Leistung heran. Es muss über den fünften Satz gehen. Und die kleine Überraschung glückt. Es ist tatsächlich Maciej Kubik, der Grenzow in Führung bringt. Acht der letzten 9 Spiele gewonnen. Yixin Feng muss ran gegen Ruven Filos, der auf jeden Fall nicht bei 100% steht. Und der kämpft sich nochmal richtig rein ins Match. 2-1 Führung. Feng dreht aber die Partie und damit ist es der Auswärtssieg für Grenzow.